Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splatoon Online, bei mir eurem Feuerstachel. Heute wollen wir durchstarten in ein paar komplette Sniper-Runden. Das heißt, jeder, der sich hier im Match mit befindet, wird zu einer Sniper greifen. Deswegen erstmal Grüße an Kati, Armin, RedcastFS, Paolo, Adam, K-Double und Vichy. Und wir starten gleich durch im Revierkampf auf der Digabahn-Station. Und ich greife mal zum... Ich glaube zum Zielsniper, genau. Zum Algen-Zielkonzentrator mit seiner Heuboje und dem Sprinkler. Und wir sehen uns, wenn das Match beginnt. Und das Match startet und ich bin jetzt wirklich schon ziemlich gespannt, was für eine Leistung wir erbringen werden. Ich habe ja eigentlich nur gesagt, dass jeder einen Sniper nehmen muss. Welche habe ich nicht gesagt? Mal schauen, wer jetzt welche Sniper-Art gewählt hatte. Die meisten haben jetzt wirklich den Zielkonzentrator und einer hat zum Sepiato gegriffen. Okay, ist eigentlich auch gar keine so schlechte Wahl. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Zielsniper eben die ausgeglichenste Version ist und deswegen auch eigentlich meine Lieblingssniper, weil man mit ihr am besten klarkommen kann. Sie hat eine mittelprächtige Reichweite und auch Aufladedauer. Das heißt, eigentlich perfekt für sämtliche Situationen geeignet. Na, ich will dich haben. Ich weiß, dass du da vorne bist, aber ich krieg dich leider nicht. Komm doch her. Komm doch her, kleiner Schnucki. Da vorne bist du? Na? Streck nochmal dein Köpfchen hoch. Streck nochmal dein Köpfchen hoch, dann krieg ich dich. Och nö, schade. Naja, ich krieg dich auch so. Echt? Bist du noch ausgewichen? Aber wie das? Nein, jetzt hat er sein Schild. Hat das Sepiato echt ein Schild als Spezialwaffe? Beziehungsweise, ja, als Spezial? Okay, weg bist du. In letzter Sekunde noch abgedrückt. Oh Mann, was für ein Luck ich da gerade eben hatte. Okay, da unten bist du. Komm mal nach oben. Yes! Er streckt seinen Kopf nach oben. Und ich will ihn kriegen. Habe ich ihn? Nee, aber Kati hat ihn auf jeden Fall mitgenommen. GG an dich. Solche Sniper-Runden finde ich auch echt witzig, wenn man einfach nur komplett im 4 vs 4 mit Snipern antritt. Nein! Na? Okay, jetzt hat ihn mir jemand geklaut. Das war doch eindeutig meiner. Ich hätte ihn bekommen, glaub mir. Nur noch so ein, zwei Sekunden und schon wäre meiner gewesen. Hat er eine höhere Reichweite oder hat er immer noch dieselbe? Wäre nämlich ein bisschen bitter, wenn er mich dann kriegen würde und ich ihn nicht. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich trete den Rückzug an. Ich hab aufgegeben. Ich wage mich einfach mal wieder vor. Ich denke, er ist weg, oder? Oder? Ich glaube schon. Naja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal da hochsteigen. Gibt es hier irgendwen, den ich killen könnte? Da hinten bestimmt. Nee, er ist schon weg. Deswegen einfach mal da vorne hin. Und? Yes! Adam wieder mitgenommen. Ah, das war gerade eben richtig herrlich, weil ich habe genau gesehen, er will zum Herschwimmen und dann mit einem aufgeladenen Schuss mich erledigen, aber ich war halt leider schneller. Sorry. Weg mit dem Sprinkler und dich da oben kriege ich auch noch gleich. Keine Angst. Ja, die Reichweiten von uns waren halt leider ein bisschen zu kurz. Okay, das ist unsere. Gut. Aber von wo kommst du? Ich sehe... Da kam noch eine gegnerische Heuboje. Mit der hatte ich echt gar nicht gerechnet gerade eben. Naja. Okay, Freunde. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen besser anstellen würden, könnten wir ohne Probleme noch was schaffen. Ich will dich da unten mitnehmen. Ich weiß, dass du da bist. Perfekt. K-Double mitgenommen. Ist da noch jemand? Hier vorne ist jemand. Oder ist das nur ein Sprinkler? Nee, da ist echt jemand. Foto. Nein. Nein, er hat mich echt noch geschafft. Ich hätte gedacht, komm, laden wir doch mal ganz gillig auf und erledigen ihn dann zum dritten Mal. Aber leider hat er diesmal doch die größere Glücksquoten auf seiner Seite gehabt und konnte mich deswegen mitnehmen. Oh Mann, ich mag solche Runden, wirklich. So einfache Fun-Runden, jeder mit derselben Waffe bevorzugt. Mit Waffen, mit denen man allgemein eh nicht ganz gut klarkommt. Und ich glaube, ich habe jetzt einfach nicht so viel Wert auf den Revierkampf an sich gelegt gehabt, sondern einfach nur darauf, dass ich hier ein paar Kills mitnehmen kann. Sorry, darf ich an mein Team raus. Aber ich denke, Kills hatte ich schon so ein paar auf meinem Konto, oder? Mal schauen. 3 zu 2. Ich war der drittbeste, okay, der zweitbeste aus meinem Team und der viertbeste insgesamt, glaube ich. Jawohl, das ist auch mal ein ordentlicher Start. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich weiter durch in der Operation Goldfisch. Und das Match startet. Mal schauen, was wir jetzt auf der Operation Goldfisch im Arowana Center so reißen können. Erst recht im Rangkampf dürfte es ziemlich komplex werden mit den kleinen Snipern. Wobei, ich glaube, ich arbeite jetzt einfach darauf hin, dass ich die Goldfischkanone kriege, weil ich dann endlich den Sniper los bin und wieder eine normale, in Anführungszeichen normale Waffe habe. Weil es ja praktisch bloß die Tensuka in groß und egal wer sie jetzt hat, jeder dieselben Werte. Außer man packt sich jetzt natürlich Schwimmspeed ab und so weiter drauf.
Allerdings freut es mich gerade, dass ich Spezialanzeige Plus immer noch drauf habe. So kann ich nämlich ohne Probleme noch meine Heuboje schneller aufladen und so den Goldfischkanonen dann den Weg abschneiden. Wollt ihr nach vorne kommen? Nein, dürft ihr nicht. Dürft ihr nicht. Ich gehe einfach mal von der Seite hoch. Probier dann mal da oben jemanden mitzunehmen. Vielleicht kriege ich das hin. Da oben ist auf jeden Fall jemand. Oh nee. Aber ich glaube... Hallo. Habe ich echt keinen mitgenommen? Da oben waren noch so ein paar hergejumpt. Das wollt ihr mir doch nicht sagen, dass ich die nicht bekommen hatte. Die sind doch bestimmt immer noch da oben. Oder? Nicht? Echt jetzt? Voll komisch. Okay, wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr, Kleinen? Ihr kleinen Schlawiner. Okay, Goldfischkanone, gut. Habe ich alles bekommen, was ich bekommen wollte. Und würde sagen, wir starten da mal direkt drauf los. Und da oben jemand... Habe ich ihn bekommen? Nur no, das war so knapp vorbei. Das hätte man auch gelten lassen können. Da oben tümmeln sich dann einfach mal so drei fette Sniper-Kollegen. Und da ich so, ey, yo, Bro, check, haben wir ordentlich abgeknallt. Ist natürlich auch nicht ganz so sehr vorteilhaft, wenn sie sich da oben zu dritt aufreihen, weil man dann ohne Probleme da von ihnen weggesnipert wird. Auch wenn ich denke, dass wir jetzt schon ziemlich gut durchkommen. Freunde, haben wir es raus, haben wir es raus, haben wir es raus. Ich hoffe mal. Und ich leite dir den Weg. Kollege. Na, da oben ist noch jemand. Aber ich würde sagen, den kriegen wir. Perfekt, hast du ihn bekommen. Und hier vorne sind halt so ein paar. Ich weiß nicht, von wo er snipert. Krieg ich ihn? Nee, ich krieg ihn leider nicht. Die Reichweite ist zu groß. Hat er sich da oben... Heubuhe. Oh, gerade noch so. Oh. Da freut man sich, dass man der Heuboje ausgewichen ist und wird dann gleich von der Seite noch mitgenommen von der guten Karte, die da oben steht und denkt sich so, ja, den nehmen wir jetzt noch mit. Hände gerieben und einfach abgeknallt. Richtig fies. Naja, ich hätte es genauso gemacht. Sag ich hier mal, ich hätte es wirklich genauso gemacht. Ich meine, killen ist killen. Das macht man immer. Okay, dann bin ich doch weg. Sorry. Gehe ich über die Seite. Habe ich kein Problem mit. Nein! Oh nein! Ich hätte gedacht, da wäre alles eingefärbt gewesen und ich könnte dann einfach so nach vorne schwimmen. Aber nein, der Anfang war leider noch nicht ganz lila. Hätte ich vielleicht so einen Schwall vorlegen sollen, bevor ich dann mich ganz raustraue. Aber von der Theorie her war es eigentlich eine ganz gute Taktik, da von der Seite dann rüber zu driften, weil damit, glaube ich, keiner gerechnet hatte, oder? Denke ich mal zumindest nicht, dass da so viele mit gerechnet hätten. Okay. Ganz viele Klecksbomben. Was habe ich hier eigentlich als... Sekundärwaffe. Werde ich jetzt gleich herausfinden. Allerdings war ich da etwas überrascht, dass er mich wirklich, beziehungsweise sie mich wirklich noch so schnell mitgenommen hatte. Den Sprinkler. Vielleicht sollte ich den doch mal öfters einsetzen. Erst recht, weil der Sprinkler gerade in diesen Positionen nicht so verkehrt ist. Einfach mal da oben auf die Wand platziert. Ja, geht klar. Konnte ich dann wen mitnehmen oder? Nee, ich glaube nicht. Aber der Sprinkler da oben, das ist echt ein cooler. Der bringt's. Nein, wir müssen ihn gemeinsam killen. Yes, weg ist er. Wie wir ihn einfach nur so zusammen mit Spam-Schüssen gekillt hatten. Schnappi dir. Und wir greifen dann gemeinsam hier von oben an. Ich denke, da vorne verstecken sich ein paar, genau. Konnten sie noch entkommen? Ja, sie konnten leider noch entkommen. Ich glaube, sie sind an der Seite, genau. Ich verstehe das Ganze nicht. Du willst von der Seite hochkommen? Okay, kein Problem. Kein Problem, mach das. Ich färbe mir ein bisschen was ein. Die Wege sind ja eigentlich schon vorgefärbt. Ich gehe jetzt vor als Bodyguard-Schutz und würde sagen, hier vorne ein bisschen was klären, weil jetzt praktisch jeder sieht, dass wir von der Seite kommen. Nein, ich hätte gar nicht Krieg gehen. Ich hätte noch ein bisschen weiter nach rechts ziehen müssen, aber ich konnte ihn ein bisschen ablenken, sodass der Goldfisch jetzt eigentlich ohne Probleme an ihm vorbeidriften kann. Sollte er zumindest können, oder? Nicht? Echt? Okay, Freunde. Mal schauen, ob ich ihn wegsnipern kann. Ich hätte es gekonnt. Ich hätte es gekonnt. Das ist so bitter. Ich war halt einfach nur so ein Schisser und hätte gedacht, komm Freunde, das schaffen wir nicht mehr. Aber im Endeffekt hätte ich es doch noch ganz simpel geschafft. Darüber werfen? Nee, kann ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal da unten so einen kleinen Sprinkler hingelegt. Leider ist die Reichweite weder bei mir noch bei ihm groß genug, als dass man da wirklich was kriegen würde. Ich hab dich im Visier. Komm, wag es halt. Wag es, Kleiner. Wag es halt. Okay, da wird... Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Von der Seite da mitgenommen. Aber gut, hätte man wirklich mitrechnen müssen. Oder sollen zumindest. Ich könnte es ja mal genauso machen und probieren, ob vielleicht jetzt niemand mehr darauf achtet, dass ich da an der Seite stehe. Okay, war leider doch genauso. Paolo, good shot, good shot. Guter Schuss, echt jetzt. Wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt noch vorne aufhalten. Ansonsten hat er nämlich ein paar Punkte mehr, als wir hatten. Aber ich würde sagen... Good job, Team. Haben wir gut gehandelt.
Leider war es kein K.O.-Sieg geworden, es wäre noch epischer geworden. Aber gut, kann man auch so halbwegs verkraften. 73 zu 60 Punkten ist das auch kein so schlechtes Ergebnis. Und dafür, dass ich mit Snipern eigentlich gar nicht klarkomme und probiert habe, einfach nur so random paar Schüsse zu landen, war das echt schon ganz okay, denke ich mal. KD 8 zu 0, Armin? Ich glaube, wir hätten eigentlich wegen dir gewinnen sollen. Und das Match beginnt, diesmal im Turmkommando auf den Muränentürmen. Einer interessanten Map für Sniper und auch noch im Turmkommando. Ich weiß nicht, kriege ich überhaupt was hin? Ich meine, wenn ich dann auf dem Turm bin und Gegner abwehren will, denke ich dann so, Spam-Schüsse, geh weg, lass mich in Ruhe. Klappt es? Ich hoffe mal, weil ansonsten bin ich echt ausgeliefert. Hilflos, schutzlos, ohne irgendeine Hoffnung. Naja, irgendwie klappt es bestimmt schon. Leider haben sie jetzt da drüben auch den Ziel-Elite, wie ich gerade eben sehen musste. Okay, nur Elite, aber trotzdem, seine Reichweite ist deutlich größer als die vom Ziel. Konzentrator, den ich gerade eben habe. Leider, ich hätte jetzt vielleicht auch zum Elite aufrüsten sollen, weil die höhere Reichweite bringt ja echt schon so ein bisschen was mit an Vorteilen. Vielleicht kriege ich ihn ja doch noch. Okay, sie sind da drüben. Kriege ich dich? Ich könnte es mal probieren. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich probiere es einfach. Da-da-dum. Ich komme für dich. Hallo. Nein, 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 nein. Ich hätte ja auch, ich kriege ihn noch mit, aber nein, den ersten Schwall habe ich leider auf den Elita-Kerl getroffen und den anderen nur auf Paolo, das heißt die anderen drei. Ich hätte noch einen weiteren gebraucht, da wäre er weg gewesen, aber leider war es ja nicht so. Oh, ich habe so gesagt, außer Spam-Schüssen könnte ich hier wenig reißen. Ich könnte es aber auch mal mit aufgeladenen Schüssen probieren, okay. Der ist gerade eben ein kleineres Problem. Das heißt ein kleineres, eigentlich schon ein großes. Ach komm, Freunde, ich denke mir so, komm, no risk, no fun. Probieren wir es einfach mal. Ich muss da aber schon oben drauf bleiben, ansonsten bringt das mir ganz auch nichts. Von welcher Seite kommt er jetzt? Ich glaube, er kommt da von der Seite, oder? Das ist halt jetzt die Frage. Da oben ist er. Will mich erwischen. Und hat's geschafft, oder? Ja, er hat's echt geschafft. Mit einem einfachen Klecks-Konzentrator, ja gut, der lädt halt so schnell auf, da kann man wirklich nichts reißen. Wenn man einen hat, der etwas länger braucht zum Aufladen. Weil da drückt man einmal drauf und eine Sekunde später hat er dann praktisch schon den gesamten Strahl aufgeladen gehabt. Das ist dann auch nicht mehr ganz so cool. Aber ich würde sagen, komm, probieren wir es einfach mal. Probieren geht über Studieren und vielleicht klappt es ja mit diesem Run. Wir sind immer noch in Führung. K.O.-Sieger träume ich mir jetzt gerade so ein bisschen. Aber ich denke, schaffen werden wir den nicht. Leider. Okay, wir sind zu zweit. Kannst du runtergehen? Dann habe ich hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Beziehungsweise, ja, macht sie. Perfekt. Ich würde sagen, ich verstecke mich hier hinter. Ich muss halt bloß immer den Schwall von ihnen sehen und mich dann direkt hier hinter verstecken, sodass er mich nicht kriegt. Okay, er sieht mich halt. Er sieht mich. Ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht, wie wir das gerade eben hier so handeln. Ich weiß, man sieht, dass man hier, dass wir hier hinten sind. Aber ich konnte mich da eigentlich noch perfekt verstecken und... Yes, wir haben es gerissen. Zum Glück bist du noch zu uns hergejoint. Beziehungsweise hergesprungen. Ansonsten hätten wir das nämlich echt nicht mehr geschafft. Ich wurde im letzten Moment auch noch weggesnipert. Und der Jump... Zu mir hat er nochmal alles gerettet, den letzten Punkt noch erbracht. Oh Mann, das war einfach nur ein perfekter Run. Freunde, wir haben das als Team gemeistert und ich denke, hier sollte man einfach sich auf den Turm draufstellen und alles riskieren, so wie ich es gemacht habe. KD 0 zu 4 war keine gute KD, aber ich würde sagen, im Endeffekt war ich für den K.O.-Sieg so hauptsächlich verantwortlich, oder? Kann ich nochmal stolz behaupten. Und dann würde ich sagen, zieh Leute, euer Feuerstachel, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. See you.